sind aber schön. Liebes Kind, bleibe fromm und geduldig. So wird dir der liebe Gott immer beistehen. Und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein. Vater! Warum hat sie uns verlassen? Sie hat uns nicht verlassen. Sie ist da. Sie wird immer bei dir sein. Thank you.
Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe dir auch etwas mitgebracht. Da! Oh. Seid vielmals bedankt für das wunderbare Kleid. Oh, Vater, es ist so schön. Danke. Danke. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Du wirst schon bald Gelegenheit haben, es zu tragen. Wird es ein Fest geben? Ein Fest. Ja, ein Fest. Ich werde mich wieder verheiraten. Heiraten? Eine fremde Frau? Sie ist eine sehr, sehr liebe Frau. Sie hat zwei Töchter. Etwas älter als du. Ihr werdet euch sicher gut verstehen. Denk dir einfach, dass du drei Freundinnen bekommst, die mit uns wohnen. Im Staub fast erstickt und jetzt beinahe noch ertrunken. So, aber jetzt sind wir ja da. Wir waren mindestens 3 Tage unterwegs. Du übertreibst schon wieder. Es waren nicht mehr als 6 Stunden. Mir kam es aber vor wie 3 Tage. Nein, nein, wartet hier, meine Täubchen, ihr werdet gleich geholt. Dein Teller, Kind. Träumst du? Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. Was machst du denn da? Ich will mit euch fahren. Warum denn? Ich möchte nicht alleine hier bleiben. Du bist doch nicht mehr allein. Ich will aber trotzdem mit. Aber das geht doch nicht. Der Vater hat zu tun und du bist noch ein Kind. Und außerdem wäre das viel zu anstrengend für dich. Da hörst du es. Sei schön brav. Ich bin bald wieder zurück. Hast du gehört, was der Vater gesagt hat? Jetzt komm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Reise. Auf Wiedersehen, Vater. Hier geblieben. Wie kannst du es wagen, den Vater so zu belästigen? Ich glaube, du bist zu lang mit ihm allein gewesen. So, und jetzt bereitest du erst einmal heißes Wasser. Meine Täubchen sind es gewohnt, morgens ein warmes Bad zu nehmen. Und dann kümmerst du dich um ihr Morgenbrot und hilfst ihnen überhaupt in jeder Weise. Und wehe dir,
wenn mir Klagen zu Ohren kommen. Halt nicht Maul auf den Pfeil, das kann ich nicht ausstehen. Heul nicht. Schick dich, dass du deine Arbeit schaffst. Ist das Wasser für mein Bad endlich heiß? Ich habe schon so viele Eimer geschleppt, aber der Kessel will und will nicht voll werden. Ach was! Getrödelt wirst du haben und überall Wasser verschüttet. Schau nur, was du gemacht hast! Was ist denn hier los? Mutter, die hat das ganze Wasser auf den Boden geschüttet und nicht in den Kessel. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich beeilen? Und? Dann machst du den Boden in der Halle sauber und, wenn du gerade dabei bist, auch gleich die Treppe. Und mein Morgenbrot. Sie soll mir sofort mein Morgenbrot bringen. Und die Zimmer. Sie soll unsere Zimmer aufräumen. Und dann soll sie das Mittagessen auch gleich machen. Hast du gehört? Und bevor du all das nicht gemacht hast, bekommst du auch nichts zu essen. Wer Brot essen will, muss es sich verdienen. Aber an unserem Tisch wollen wir die dumme Gans nicht haben, Mutter. Soll sie doch in der Küche essen. Zimmer betrittst. Aber das ist doch mein Zimmer. Das war einmal dein Zimmer. Jetzt ist es meins. Versuch nur nicht, uns auf der Nase herumzutanzen. Mutter! Mutter! Was gibt es denn? Mutter, die will in mein Zimmer. So? Du meinst also, du kannst uns auf der Nase herumtanzen? Hm? Aber ich wollte doch... Wollte? Von nun an tust du, was man dir sagt, und Schluss. Ja, und sie soll uns nicht auf der Nase herumtanzen. Und das Kleid? Wozu braucht sie so ein schönes Kleid? Die macht es ja doch nur schmutzig. Mein liebes Kind, bleibe fromm und geduldig. Bleibe geduldig, bleibe geduldig, bleibe geduldig. Und schlafen kannst du in der Küche. Die Mutter aufgetragen hat. Du willst uns wohl auf der Nase herumtanzen. Aber warte nur. Nein, nicht! Schau dir nur das Aschenputtel an. Ja, ein richtiges Aschenputtel. Was gibt es denn zu lachen? Sieh nur, Mutter, ein richtiges Aschenputtel.
Sternputtel. Das ist der richtige Name für so ein schmutziges Ding. Und hier. Hier hast du dein Aschenputtelbett. Und vergiss nicht, den Boden sauber zu machen. Und wehe, wenn ich mich morgen früh da nicht spiegeln kann. Was hast du denn mit dem Boden gemacht? Los, steh auf, an die Arbeit! Es gibt noch viel zu tun. Wieder da seid. Was ist denn das für eine stürmische Begrüßung? Aber wie siehst du denn aus? Das Kind treibt sich den ganzen Tag im Taubenhaus herum. Deshalb ist es so schmutzig. Oh, das macht doch nichts. Ich sage ja immer, sie soll sich waschen. Aber Kinder in dem Alter sind eben recht schwierig. Warum hast du denn keine Schuhe an? Sie hat sie kaputt gemacht. Aha. In ihrer Ungeschicklichkeit. Kaputt gemacht? Ich muss sowieso ins Dorf fahren. Da lassen wir dir gleich ein paar neue machen. Ja, ja. Es war einmal ein reicher Mann, der lebte glücklich mit seiner Frau und seinem wunderschönen Töchterchen zusammen. Doch eines Tages wurde die Frau schwer krank. Im Sterben rief sie ihr Kind zu sich und ermahnte es, immer gut und hilfsbereit und geduldig zu sein. Dann könne ihm nichts geschehen. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau heiratete der Mann eine andere. Sie hatte zwei Töchter, die waren sehr gemein und böse. Oh, guten Tag. So begann eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind. Aschenputtel! Aschenputtel! Dame. Aber mein Bad ist noch nicht fertig. Wo
trödelt das Aschenputtel wieder herum. Der Vater ist gekommen. Hat sie mitgenommen? Mitgenommen? Ja, mitgenommen. Ins Dorf Schuhe kaufen. Hoch für unser Geld! Aschenputtel? Ja, wo ist denn das Aschenputtel? Ich sterbe vor Hunger. Wenn du jemals stirbst, dann nicht vor Hunger, sondern weil du bleibst, dicke Trine. Und du? Du wirst nie einen Mann abbekommen mit deiner scharfen Zunge. Jetzt hört auf zu schreiten! Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Was willst du? Sollst du für deine Herrschaft etwas abholen? Nein, ich möchte bitte neue Schuhe. So, so. Neue Schuhe willst du. Guten Tag. Guten Tag, gnädiger Herr. Das ist meine Tochter. Sie braucht neue Schuhe. Ich habe anderweitig im Dorf zu tun und darum bitte ich Sie, ihr behilflich zu sein. Aber natürlich, gnädiger Herr. Sehr gerne. Meine Tochter darf sich aussuchen, was sie will. Gnädiges Fräulein, wenn Sie so gütig wären, sich in diesem Stuhl zu setzen. Ja, immer etwas zerstreut. Eigentlich suchen wir nur ein paar Holzschuhe. Entschuldigen Sie bitte. Auf Wiedersehen. Ein seidenes Band. So lang, dass man es zweimal um den Hut schlingen und eine Schleife binden kann. Es soll doch nicht armselig wirken. Und du, mein Liebes, was wünschst du dir von mir? Lieber Vater, da
Das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab und bringt es mir. Das erste Reis. So, so, na gut. Seltsame Ideen hat das Kind. Ein schwieriges Alter. Majestät, der König gibt sich die Ehre. Steh doch gerade, Ella. Gibt sich die Ehre, einen Ball zu veranstalten, der in aller Pracht 3 Tage dauern soll. Pracht? Was ist denn das? Pracht? Also, das ist, wenn ihr zu Hause Wachslichter brennt. Statt die Tranlampe und, na, überhaupt so Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Das ist Pracht. In aller Pracht 3 Tage dauern soll und dazu bestimmt ist, dass der junge Prinz sich eine Braut suchen soll unter den Jungfrauen des Landes, welche hiermit alle eingeladen sind. Der König. Dass der junge Prinz sich eine Braut suchen soll unter den Jungfrauen des Landes, welche hiermit alle eingeladen sind. Welche hiermit alle eingeladen sind. Welche hiermit alle eingeladen sind. Einen Ball geladen. Aber nur eine kann die Braut des Prinzen werden. Mhm. Ich habe gehört, er bevorzugt blonde Frauen. Puh. Wenn eine von euch die Glückliche wird, wollen wir zufrieden sein. Hm? Ob ich wohl auch mitkommen könnte? Du, Aschenputtel, bist staubig und schmutzig. Hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen? Du würdest uns eine schöne Schande machen, so wie du aussiehst. Der Vater kommt. Er bringt uns unsere neuen Kleider. Ich
Das ist für dich. Danke. Das ist für dich. Dies. Danke. Und hier ist der Zweig, den du dir gewünscht hast. Oh, einen wirklich schönen Zweig hast du da. Hättest du dir ein Kleid gewünscht, könntest du auch mit zum Ball gehen. Ach, Mutter. Liebe Mutter, wärst du doch bei mir. Du sollst meinen Täubchen helfen. Schau nach, ob ihre Haare gut gescheitelt, ihre Schleifen geordnet und ihre Kämme festgesteckt sind. Und schnell! Wir wollen doch pünktlich auf dem Schloss des Königs sein. Ja, was ist denn? Wenn ich mitginge zum Ball, dann würdet ihr euch meiner schämen. Nicht wahr? Na, schau dich doch an. Und wenn ich nur zuschauen würde, so dass mich niemand sieht? Aschenputtel, du musst mir helfen. Jetzt hilf erst meiner Kleinen und dann werden wir weitersehen. Mutter, wie kannst du es dem schmutzigen Ding erlauben, auch nur in die Nähe des Schlosses zu kommen? Wenn ich mich vor dem Prinzen verneige, platzt es womöglich. Und das würde ich nicht überleben. Höre, Aschenputtel. Bevor du den Prinzen sehen darfst, musst du erst noch einige Linsen verlesen. Ja, gerne. Aber das kann ich ja nie schaffen. Das sind zu viele Linsen. Was man will, das kann man auch. Je eher daran, desto eher davon. Was wollt ihr denn hier? Habt ihr noch Hunger?
Ihr wollt mir helfen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Eilt euch, Kinder, eilt euch, der Weg zum Schloss ist weit. Die Kutsche wartet schon. Hat das Aschenputtel auch genug zu tun? Ach, die ist beschäftigt bis zum Morgen. Doch. Ob es dort etwas zu essen gibt? Du wirst schon nicht verhungern. Vielen Dank, ihr lieben Tauben. Vielen Dank. Jetzt kann ich den Prinzen doch noch sehen. Halt! Ich bin fertig mit meiner Arbeit. Nimm mich doch mit! Mutter. Liebe Mutter, was soll ich nur machen? Alle sind auf dem Ball beim Prinzen. Und ich kann nicht einmal zuschauen. Mein geliebtes Kind, wünsche dir, was immer du willst. Der Haselnussbaum wird es dir erfüllen. Aber bedenke wohl, um Mitternacht ist der Zauber vorbei. Ich würde so gerne den Prinzen sehen. So klettere nur geschwind auf das Taubenhaus. Und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Thank you.
In der Vase noch Platz für meine Blumen? Nein. Jetzt ist deine Mutter schon so lange tot. Sie hätte mich sicher mitgehen lassen auf den Ball zum Prinzen. Aber warum solltest du nicht mitgehen? Heißt das, dass ihr nichts dagegen hättet? Nein. Warum sollte ich? Was? Die? Zum Ball? Aber sie ist aber noch so klein. Oh, na, das will mir aber nicht so scheinen. Oh, danke. Wie kannst du es wagen, den Vater so? Ah, na, du wirst schon sehen. So, und jetzt geh und hilf meinen Töchtern, sie müssen heute Abend besonders schön sein. Der Prinz will nämlich eine von beiden zur Braut nehmen. Ah! Du verbrühst mich ja, du Ungeheuer! Das Rosenöl, du Schmutzfink. Ach, Aschenputtel, da hättest du dabei sein sollen gestern Abend. Das war eine Lust. Der Prinz selbst hat uns zum Tanz geführt. Da wäre ich wohl gerne mit dabei gewesen. Der Prinz ist sicher sehr, sehr schön. Der schönste von der Welt. Und tanzen kann er. Und Komplimente machen. Und wie schön die Musik war. Und die vielen Lichter. Und das alles darf ich auch sehen heute Abend. Wie willst du das denn anfangen, liebes Aschenputtel? Der Vater hat es mir erlaubt. Da hört sich doch alles auf! Ja, Kinder, was ist denn? Mutter, stimmt es, dass der schmutzige Nichtsnutz uns auf den Ball begleiten darf? Ja, der Vater hat es ihr erlaubt. Aber vorher muss sie noch ihre Arbeit erledigen. So, und wenn du die alle verlesen hast, dann kannst du auch mitkommen. Wir können natürlich nicht ewig auf dich warten. Das ist gemein. So gemein. Und wehe dir, wenn ich morgen auch nur eine einzige schlechte Erbse unter den Guten finde. Täubchen, ihr lieben Tauben, kommt und helft mir lesen. Dank, dass ihr gekommen seid. Ich danke euch, ihr lieben Tauben.
So ist's recht. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ich hab ja auch gar kein Kleid. Sei nicht traurig, mein geliebtes Kind, und sorge dich nicht. Der Baum wird dir jeden Wunsch erfüllen. Aber denke daran, um Mitternacht ist der Zauber vorbei. Bäumchen, rüttel dich. Bäumchen, schüttel dich. Wirf Gold und Silber über mich. Guten Abend. Bitte einsteigen. Was erblickt dein närrisches Auge? Einen Garten mit den schönsten Blumen des Landes. Rosen und Nelken, Veilchen und Margeriten. Oh, Stiefmütterchen und Brennnesseln. Und siehst du auch die schönste aller Blumen? Was heißt die schönste? Wollt ihr Lilien mit Rosen vergleichen? Die Rose leuchtet. Die Lilie glüht. Das Veilchen duftet. Doch alles blüht. Aufgepasst! Ihr schönen Blumen, der Gärtner kommt. Thank you.
Wer ist eure Herrschaft? Sie ist eine Prinzessin. Aber der Name, der Name. Die Prinzessin ist inkognito. Der Name? Wie? Ein Prinzessin von Ko oder Knito? Lala. Die Prinzessin von Inkognito. Majestät, schaut mal. Prinzessin, darf ich euch zum Tanz bitten? Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Habt ihr mich denn erwartet? Ja, schon den ganzen Abend. Ohne euch wollte mir das Fest keine rechte Freude machen. Tanzt ihr denn nicht gerne? Nein, eigentlich nicht. Aber ich vertreibe mir die Zeit mit einem lustigen Spiel, in dem ich mir alle Anwesenden hier als Tiere vorstelle. Tiere? Ja. Dort zum Beispiel. Die Schwäne. Die Enten? Was für ein Tier bin ich? Euch scheint das Tanzen offensichtlich sehr viel Spaß zu machen. Am liebsten würde ich die ganze Nacht tanzen. So lasst uns die ganze Nacht tanzen. Ich will nicht bewegen. Nein, bitte lasst mich. So bleibt doch. Einen ganzen Sack Golddukaten für denjenigen, der die Prinzessin findet. Und einen ganzen Sack Prinzessinnen für denjenigen, der die Golddukaten findet. Thank you.
Eine Kutsche haben wir nicht entdecken können. Ich habe ein Mädchen gesehen. Sie ist dort in den Garten gelaufen. Auf dem Birnbaum hat sich etwas bewegt. Was gibt es zu so später Stunde? Die fremde Prinzessin ist mir entwischt und soll auf den Birnbaum gestiegen sein. Eine Prinzessin? Auf dem Birnbaum? Eine Prinzessin? Auf dem Birnbaum? Ein Fisch im Wald. Eine Kuh hoch oben auf einer Wolke. Oh. Auf diesem Baum? Ja, hier hat man sie gesehen. Sollte es vielleicht das Aschenputtel sein? Was sagt ihr da? Worauf wartet ihr denn noch? Na gut. Hallo. Hallo, Sie da. Ich war zuerst da. Ich muss Sie doch schon sehr bitten. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, mein noch sehr Und wenn sehr Sie mich jetzt nicht vorbeilassen, dann ist mit dem Vorzug vorbei, verstehen Sie? Ich war zuerst da. Werter Herr Kollege, ich möchte Sie sehr bitten, vor... Sie wollen es nicht sagen, ich weiß es. Aber ich habe ein... Ja. Ja, ja, den habe ich auch. Na und? Sagen Sie es doch. Sie! Ach, noch hören Sie zu, drängeln Sie doch nicht. Hallo. Ich habe auch noch einen vieleiligen Auftrag. Na, Sie! Ach, lassen Sie mich nicht streiten, meine Herren. Bitte kommen Sie ins Haus, Sie werden erwartet. Oh, Kleider machen, Leute. Schneider machen Kleider. Was trödelst du da herum, faules Ding? Komm ins Haus und hilf uns. Meine Täubchen müssen nämlich heute besonders schön sein für den Prinzen. Es ist nur noch eine Frage, welche von beiden er zur Frau nimmt. Thank you.
gehen jetzt zum Ball. Dass du nur ja schön brav bleibst. Hast du verstanden? Habt ihr denn heute gar keine Arbeit für mich? So. Da hast du was. Die kannst du aussortieren. Seltsam, dass das Aschenputtel gar nicht mehr mit zum Ball will. Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Aber die sind ja schon alle verlesen. Sag den Leuten, sag ihnen einfach, sag ihnen, dann sag ihnen eben, was man bei solchen Gelegenheiten zu sagen pflegt. Widrige Umstände würden mich heute leider verhindern, aber was? Das kann man so nicht sagen. Sag ihnen, die Musik soll spielen und es soll getanzt werden. Ich hab euch so sehnlich erwartet, Prinzessin.
Ihr habt mich bezaubert. Oder verzaubert. Ich weiß es nicht. Müsst ihr es denn wissen? Na, wenn das mal Frau sehen könnte. Nun wird erst das Pech gestrichen. Die Musik spielt schon. Jetzt wird er gleich kommen. Und wenn er es sieht, wie schön ihr heute Abend seid. Ach, Mutter, was redest du denn da? Wie soll ich uns erkennen in diesen blöden Kleidern? Hui, oh! Seine königliche Hoheit, der Prinz. Und die Prinzessin von Inkognito. Ich hätte nicht kommen dürfen. Aber ihr tragt doch keine Schuld, wenn all die heiratswütigen Vögel im gleichen Federkleid erscheinen. Ihr seid gekommen, wie ihr seid. Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht die, die ihr zu sehen glaubt. Aber ihr steht doch hier, vor mir. Ich bin... Ihr seid meine Prinzessin. Und das Königreich wird euren Namen tragen. Puttel. Gold und Silber, Silber und Gold, das hat niemand so gewollt. 3, 2, 1 und 1, 2, 3, dieses Fest, es ist vorbei. Bitte schnell.
Bäumchen, rüttel dich. Bäumchen, schüttel dich. Nimm Gold und Silber wieder für dich. Das Badewasser ist noch nicht heiß. Das Feuer will heute nicht so recht brennen. Ich glaube, der Kamin ist verstopft. Das macht nichts. Ich will heute sowieso nicht baden. Ich bring dir sofort dein Morgenbrot. Es hat halt nur gedauert, weil... Ach, lass nur, ich habe gar keinen Hunger. Stellt euch vor! Jetzt wird doch noch alles gut. Oh, ich bin so gespannt. Was ist denn passiert? Der Prinz kommt! Was? Wo? Der Prinz wird diejenige als Braut heimführen, deren Fuß in den goldenen Schuh passt, den die fremde Prinzessin gestern Abend auf der Treppe verloren hat. Ja, und wie will er das feststellen? Ja, das ist es ja gerade. Er reitet überall im Land umher und probiert jeder Jungfrau den Schuh. Aber bisher hat er noch keine gepasst. Ja, jetzt ist er auf dem Weg zu uns. Auf, genau. Das habe ich befürchtet. Da wird man wohl ein wenig nachhelfen müssen. Hau die Ferse ab! Wenn du erst Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen.
Der Schuh muss den Fuß ein wenig verletzt haben. Vielleicht war er wirklich zu klein. Aber ich habe noch eine andere Tochter und die hat so winzige Füße wie sonst keine. Liebe Dame, ich glaube, diese müssen wir auch umtauschen. Das ist auch nicht die rechte. Habt ihr keine andere Tochter? Nein, ich habe nur die zwei. Es gibt aber noch ein Mädchen im Haus. Ach, das Aschenputtel. Ja, holt es her. Ja, aber die ist doch zu schmutzig. Was geht hier vor? Der Prinz möchte das Aschenputtel sehen. Und wo ist das Aschenputtel? Mir war so, als hätte ich ein Mädchen im Taubenhaus gesehen. Habt ihr sie denn hinaufklettern gesehen? Das gerade nicht. Mir war nur so, als hätte sich dort oben etwas bewegt. Auch dieses Mädchen muss den Schuh probieren. Die rechte Braut. Aber der Schuh! Sie hat doch noch gar nicht den Schuh probiert! Der Schuh ist nicht zu klein. Die rechte Braut.
dir, was ich dir bieten kann. Meine Krone, meine Hand und mein Herz. Auf ins Schloss! Du kannst doch nicht in diesem schmutzigen, hässlichen Kleid im Schloss einziehen. Nimm doch eins von unseren Kleidern, ja. Liebes ja. Aschenputtel. Ich gebe dir gerne meines. Thank you.